Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, nämlich zurück bei Minecraft J-Ro. Heute dabei auch ein sehr, sehr Hallo. Trauriger und unmotivierter Schmutz. Mutz, hi. Hallo. Gut, nämlich. Alles gut. Nämlich, meine lieben Damen und Herren. Wir sehen es, es sind nur Leute von 32, sobald wir joinen, ist der Server eh wieder full, weil es sind ja alles Nachmacher. Die letzte Folge haben wir überlebt, da haben wir uns ganz kurz getrennt, am Ende gab es dann noch einen epischen Kampf. Und wer die letzte Folge nicht gesehen hat, unbedingt auschecken, war richtig chillig und ich würde sagen, angemeldet hast du uns ja schon und ich würde sagen, wir werden jetzt mal joinen. 3, 2, 1, boin. Gut. Wir sind in der Höhle. Okay, wunderbar. Genau, letzte Folge sind wir hier stehen geblieben. Hier habe ich ja mit einem Skelett episch gefightet. Beziehungsweise mit zwei sogar. Wäre fast gestorben. Der Pfeil ist sogar noch da. Ja, der ist immer noch da. Super. Hallo, Palom. Oh, ja, jetzt muss ich mein Fenster hier wieder verschieben. Damit ich überhaupt was sehe. Ich finde es mühsam, dass man die dritte Hand nicht benutzt. Die dritte Hand. Die zweite Hand nicht benutzen kann. Ich sehe so nichts. Und nur mal ganz kurz für die Leute, die sich wundern, weshalb Mutz überhaupt noch mit mir redet. Er hat die letzte Folge noch nicht gesehen. Hä, wieso ist das so schlimm? Ich glaube, ich hatte Spaß. Ich hatte Spaß mit so einem Counter. Ah, okay. Das ist also erfolgreich die Folge geschnitten. Ich finde das cool. Ja, also, ja, halt. Ich meine, ich hab genug Selbsthumor, oder ich kann so gut selbst über mich lachen, dass ich damit sehr wahrscheinlich klarkommen werde. Und wir müssen die Folge mal Watch Together anschauen, ich finde das genial. Ja, das musst du unbedingt machen nachher. Also, komm mal jetzt, ne? Also, oh, du sagst. Ich ein Skelett, ich hab Angst. Also, du magst das Wort tendenziell, ne? Ja, tendenziell. Tendenziell mag ich das Wort tendenziell, weil es tendenziell ein gutes Wort ist. Okay, wunderbar, hab ich gemerkt. Ich hatte das gestern die ganze Zeit um die Ohren. Ach so, okay, ich weiß woher. Okay. Der Countdown ging, glaub, bis 8 hoch in nicht mal einer Minute, also. Ja, ich meine, tendenziell sage ich relativ viel tendenziell, weil tendenziell ist tendenziell ein sehr tendenzielles Wort. Und jetzt viel Spaß beim Counter machen. Nee, ich werde die Folge einfach tendenziell nennen und dann braucht es auch keinen Counter. Einfach ich meine, so tendenziell. Funktioniert das. Also einfach so tendenziell, nach kommt irgendjemand und sagt so, ja, mal nach so vielen Jahren schaue ich mal wieder Palom. Das hat sich denn so geändert? Minecraft, J-Ro, Fanvaro, tendenziell. Okay, die Tilde sind noch gleich beschissen, wunderbar. Hat sich nichts geändert. Halt gut. So weiß, so. Fuck, ich hab verloren, weil sind. Ah, hier, okay. Ich brauch jetzt wieder eine neue Spitzhogge. Undersit. Ich sollte einfach aufpassen, ich sollte nicht sterben. Das ist eigentlich mein einziges Achievement hier. Wenn ich es nicht schaffe, so 4 Folgen nicht zu sterben, ne? Wenn ich das kann, dann bin ich stolz auf mich. Ist das gerechtfertigt? Wenn in einer Stunde nicht stirbt in Minecraft, dann ist er stolz auf sich. Das ist unser Berner. Das, meine Damen und Herren, nennt man die Berner. Ja, ich meine, ich schaff's keine Stunde zu überleben. Hey, Palom? Bist du fertig mit der Höhle? Nee, ich habe hier sogar noch 4 Eisen gefunden. Ja, ich habe ein bisschen Angst, da in der Höhle ein bisschen weiter zu bleiben, weil dort ist ein Zombie. Oh Gott! Nein, Zombie. Alter, nee, das sind diese kleinen Steinviecher, das wenn du... Oh Gott, nee, ich muss hier weg. Okay, nee. Das sind die kleinen Steinviecher, dass wenn man einen Stein abbaut, solche hässlichen Monster rauskommen. Ja, ich weiß. Silberfischchen heißen die. Genau, Silberfische. Warte mal, gibt's hier da nicht in der Nähe irgendwo das Enderpost? Ich esse jetzt verrottetes Fleisch. Okay, könnt ihr. Und dann esse ich, hast du noch einen Ofen? Oder hast du was? Du hast doch einen Ofen, platzier mal einen Ofen. Ah, jetzt hab ich einen Ofen. Ja, das kannst du selber auch platzieren, Mann. Eigenständiges Samutz. Übrigens erwartet dann nicht, dass ich bin, ich bin so selten, ne? Nur wenn ich normal Minecraft spiele, so Cave machen easy. Jetzt bin ich aber übelst scared, weil überall irgendwas mich angreifen könnte und ich unter keinen Umständen ein Herz verlieren will. Ich habe schon ein halbes verloren, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Ich habe schon 3 verloren. Guck mal, dass es wieder aufhörst. Ich will nicht, dass wir so ehrenlos sterben wie der andere Typen da. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Oh, irgendwie unwichtig, wir so Nummer 2. Er ist so unwichtig, dass er nicht mehr die 1 wert ist, Alter. Was? Unwichtig, was so Nummer 2. Das ist mein Essen! Nee,
Unser. Hätte ich jetzt gerne einen Klops auf den Po gegeben. Das ist unser Essen, Genosse. Das stimmt. Ich werde zu viel Spaß. Aber du klaust alles und ich soll das, ich hab's eigentlich nötiger. Sagt er und hat nur ein halbes Herz verloren, Bitch. Nein. Ja, aber ich hab dafür nur noch 2 Hungerkörner, dann kann ich sterben. Körner? So, jetzt ist gut, jetzt kannst du den Rest von mir aus haben. Corn-Dogs. Ich hab mir noch ein Steak gesaved. Und dann nimm den Ofen mit, wenn du fertig bist. Jo. Komponistisches Ding. Ich hab schon gesehen, dass irgendwo andere, glaube ich, schon Diamanten gefunden haben. Oh, Skelett. Na. Gut, ich habe wirklich noch gestern mit den Gedanken gespielt, deine Stream nochmal nachzuschauen, deine Facecam, je nachdem, wenn du den Zähler oder sowas gesagt hast, einfach einzublenden, weil ich mir deinen Gesichtsausdruck so vorstellen konnte, wie du verwirrt einfach nur den Zähler die ganze Zeit gesagt hast. NSL ist das eigentlich nicht. Wow. Das ist ein very cash money. Sag mal, muss ich dir schon wieder helfen, oder? Ja, ich habe. Okay, ich habe noch 4 Herzen. Hilfe. Es ist wieder alles am Arsch hier. Übrigens, alles am Hintern. Danke, man muss ja noch werbefreundlich bleiben, weil wir so viel Geld doch in YouTube verdienen. Vor allem auch ja, ich, genau. Komm, wir verpissen uns jetzt nach unten weiter. Okay, komm. Gut. Komm, hier geht's nach unten. Nein, nicht hier. Nein, da wo wir anfangen, wir haben einen Tuttel. Obwohl, es spielt keine Rolle, Tobias. Das kommen wir gerne da runter. Übrigens, erwarte bei Kills und bei Kills und Strikes keine 1, okay? Bitte da nichts erwarten, das wäre epic. Danke. Hallo Zombie. Huch. Ach so. Oh, ich dachte gerade, wir hätten einen Strike bekommen. Dabei habe ich dich nur aus Versehen geschlagen. Ich glaube, so eine rote Nachricht. Komm mal hier. Komm mal runter. Wir wollen jetzt runterbauen und nicht hochgehen. Ja, ich dachte, da oben wäre was Neues, aber ist gar nichts. Ist Lava. Ist hier, buddeln wir hier. Wo hab. Das Erde, komm, wir gehen in Richtung. Nein, nicht da einfach runterbauen. Ich hab dumme Idee. Runterbauen. Ah, aber hier ist dann okay. Jetzt muss ich den Andesit-Patch wieder aufpatchen, weil es auch. Damit es aus. Weißt du, damit nicht auffällt, dass wir hier. So. Ich dachte, das ist. Nimm die Erde, damit wir über uns wieder platzieren können. Ich kümmere mich drum. Warte, boing. So. Ich mach auch Licht, ne? Okay. Oh. Nein, Silberfische. Oh Gott! Silberfische. Bist du so gefischt? Alter, wir haben so Pech. Ich hab den Nachteil. Oh, Achtung, Lava. Alter. Ich hab den Nachteil dieses Bioms vergessen. Wehe, du baust mich in die Lava. Ich wollte gerade was essen. Das wäre so blöd. Oh, Creeper. Nein. Oh nein, Creeper. Sugar, verpiss mich. Oh, ja. Okay, ist gut. Ah, ja, stimmt, wir haben das alte Kampfsystem. Ich kann mir einfach spammen. Ja. Ja, lol, ey. Eine Spinne. Pass auf. Ja, ich sehe es. Auf welcher Höhe sind wir jetzt? Wir sind schon viel zu weit unten, wenn ich ehrlich bin. Ah, okay. Ich sage jetzt unsere Höhe nicht. Obwohl, theoretisch wird es nicht auf Höhe 17. Das ist nicht die Höhe, die wir sein wollen. Aber Diamanten, Alter. Vielleicht finden wir Diamanten hier. Ja, da dachte ich, habe ich auch schon mit dem Gedanken gespielt. Das fand ich schon ein bisschen geil. Gold. Oh, ja, Gold. Gold. Okay, wie hast du eine Eisenpicke? Nee, aber ich mach schnell eine. Hör mal, so. Ja, mach das. Komm, eine Kohle, wir haben genügend Kohle. Wird flex, Bro. Nein, jetzt hab ich die Workbench reingeworfen. Hast du eine Workbench in Lava geworfen? Und Redstone, nice. Nein, ich meinte in. Redstone den brauchen wir unbedingt. Wir brauchen 4 Redstone. Oh ja. Unbedingt. Ich hör Zombies. Meine Spitzhacke ist kaputt. Ich komm jetzt auch eine Eisene holen. Ich bin übrigens fast wieder voll HP, das ist gut. Ich höre einen Zombie-Villager. Warte, ich schreib mal. Ein Zombie-Villager. Warte, ich schreib mal kurz Chester an. Das ist unglaublich mit dir. Ich weiß schon wieder ganz genau, was du machen willst. So, ja, nimm du das mal. Wir haben ja gar nichts mehr. Ja, ich meine, weißt du, wie OP das wäre? Stimmt schon. Einfach, weißt du, John, das DI-Equip einfach von dem Villager zu bekommen? Wäre halt schon nicht schlecht. Das wäre halt einfach übelst krass, Alter. Also ich meine, wir haben momentan keine goldenen Äpfel und keine Trank der Schwäche. Aber wenn man... Oh, warte, das könnte theoretisch nicht funktionieren. Ich muss kurz in den Regeln nachgucken, ob man den Trank... Aber ich glaube, den Trank der Schwäche ist eben auch, Tränke. Es gibt ja ganz viele Regeln, deswegen. Du bist ein bisschen so der Regel.
Overboss. Ja, voll. Ne? Effekte, nein, das ist nicht hier. Ja, ach, hier, alle Tränke. Schwäche, gut, Schwäche ist tatsächlich erlaubt. Ah, okay. Also, Zombie curen kannst du. Das ist möglich. Okay. Ich habe eine Steinspitzhacke und hier hat es noch relativ viel Gold, wenn du mal an. Ah, wo bist du? Ich habe jetzt eben gerade erst eine Steinspitzhacke zugeworfen. Ich weiß, die habe ich, gesnitcht und bin wieder Kohle und Eisen abbauen gehen. Ich bin einfach gut, die Höhle weiter hochgelaufen. Och man, ich wollte doch bei. Ich baue auch alle Kohle ab und so. Ah, okay. Gut, ich ging jetzt bei der Höhle weiter nach unten. Ja, ich weiß nicht, man muss nachgucken, wenn wir vielleicht Diamanten finden, ist das noch geil. Und wenn nicht, dann halt nicht, ne? Ja. Und dann gehen wir wieder langsam hoch auf die Höhe, auf der unsere Base stehen wird. Dann. Ja, ne, mal gucken. Mal schauen, wie man das hier machen. Wäre fast in Lava gefallen. Wow, toll, nice. Am besten wäre halt jetzt noch schön. Es ist ein Haiku-Move gewesen. Nicht. Gonna be high. Oh, die Witze, wie es sind wieder prima. Das Niveau, das stinkt halt täglich, aber das finde ich nicht so schlimm, weil unser Niveau ist so tief. Aber ich meine, wir nennen uns Swiss Noobs, come on, kann ja nur scheiße sein. Ne. Oh, also Emeralds, Alter. Also jetzt no joke, ne? Ich finde unser Teamname halt schon der passendste Teamname für uns beide. Zerfubis. Als nächstes nehmen wir uns den Gönner, einfach mit CH groß. Skelett? Das könnte das auch sein. Also ich meine, Chester ist ja, Jairo 1 ist gestartet. Oh. Er freut sich schon auf Jairo 2. Also okay. Es wird ein Jairo 2 geben. Und wenn wir, wenn du wieder mitmachst, dann würde ich mir überlegen, auch mitzumachen. Unbedingt, denn ihr müsst wissen, weil ich muss den guten Herrn überreden. Weil das vielleicht lustig sein könnte. Könnte. Tendenziell. Tendenziell, genau. Es könnte tendenziell lustig werden. Wenn man so vorstellt, ich musste den Lelek hier überreden, weil mein erstes Teammate ist schön abgesprungen, Alter. Hab ich auf ersetzt. Ja, der hat einfach keinen Bock. Ich meine, er hat einen Bock mit Palum aufzunehmen. Ja, das. Also ich meine, ich muss sagen, ich habe sehr viel Spaß mit Palum aufzunehmen, weil wir haben beide denselben dummen Humor, aber. Ich meine, jemand, der das jetzt mit Jairo ernst meint, ich habe nicht das Gefühl, dass der wirklich glücklich sein werden würde. Deutsch. Tendenziell. Nein, wir sind einfach so die... Ich habe 2 Stacks Kohle. Nice, ich habe auch bald 2 Stacks. Aber jetzt habe ich keine... Hast du noch Eisen? Ich habe 27 Eisen, 16 Gold, 21 Lapis... Ja, nein, Eisen, Erz, Eisen, Bricks, Ingots, das halt, ne? Ja gut, ich muss sagen, ich bin hast jetzt auch schon viel Eisen. Creeper, ich hab Angst. Ich hab jetzt auch schon gegen 2 Skelets wieder gekämpft. Das war übelst epic. Ich hab mich zugebaut. Okay, ich schmelze einfach mein Eisen. Ich hab einen halben Stack Eisen. Schmackhaft. Gut, ich bin jetzt glaub viel Eisen. Schmeckt! Schmeckt! Ich bin jetzt an sehr viel Eisen und Gold vorbei. Gold, sag ich schon. Eisen und Kohle vorbeigelaufen. Ich bin einfach weiter. Oh, 2 Creepers! Ich bin wieder bei der Crafting. Mama. Wenn du mir stirbst, da ich würde so upset sein. Okay, gut, es gibt keinen Dingsschaden. Obwohl minimalen Schaden. Ich hab in mir Angst. Minimalen Mob-Griefing gibt's. Okay, gut, hat's auch wieder nichts. Okay, ich habe gerade mit Chester geschrieben, Villager Trading ist tatsächlich enabled. Leute, ihr wisst, was das heißt. Das heißt, jeder, der diese Folge gesehen hat, weiß ganz... Wo bist du jetzt schon wieder hin? Also, beziehungsweise, wo bin ich hin, wo du nicht bist? Da ist ein Creeper. Ah, okay, wunderbar. Wegbeschreibung besser als hier, muss man zumindest sagen. Oh, er hat sich in die Luft gebumst, aber ich habe es überlebt. Der Creeper hat sich in die Luft gebumst, okay. Ja, können wir einen Braustand bereits machen? Nein, können wir nicht, weil da brauchen wir eine Blaze Rod. Oh, das sieht. Oh, da oben ist ganz viel Zeug. Oh, Alter, ich hab einen Bogen. Wo bist denn du hin? Gerade, ich habe irgendwie das Gefühl, es sind Skelett-Spawner, so viele wie die hier sind. Aber ich habe jetzt von Real Bogen gedroppt bekommen. Hallo, Zombies. Ja, das ist ein Willisher, ich bring den jetzt um, ne? Oh, du kannst der was auf, kann der Items aufheben? Keine Ahnung. Heb Items auf. Nein,
kann der nicht. Ich habe Diamanten gefunden. Okay, okay, ich komme zu dir, ich komme zu dir. Komm ich zu mir. Und ich habe zwei Smaragde. Weißt du, wo die Crafting Table steht? Ja, ich habe doch keine Ahnung. Ich habe eine Karotte. Karotte. Ich habe selbst Eisen. Ich selbst einen Eisenpick. Ich kann es abbauen. Oh! Oh! Ich baue einen Block. Nein! Oh, okay, 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 okay. Nicht sterben. Ich habe vier Herzen. Oh Gott! Nein! Wenn lock dich einfach raus. Nein, das darf man nicht. Oh Gott! Oh, die sind überall Mobs. Ich weiß nicht, ob man sich wegen PvP ausloggen. Also, wenn PvP darf man sich ja nicht ausloggen, aber wenn NPC-Camp, also PvE. Nein. Oh, ich bin fast tot. Wehe, du stirbst. 3,5 Herzen. Ich bring dich um. Nee, dann bin ich schon tot. 3,5 Herzen. Es ist sehr kritisch, Mutz. Es ist sehr, sehr kritisch. Oh. Oh, okay. Ja, wir haben schon eine Viertelstunde gespielt, ne? Ja, das ging schnell. Alter, aber ich habe nur 3,5 Herzen. Das war ein Jumpscare. Weißt du, ich war übelst gescared. Ich so, fuck, ist jetzt Palum gestorben. Gut, nächste Folge sehen wir dann, ob ich es überlebe oder ob wir uns wieder finden oder ob das jetzt so ein einseitiges Projekt wird. Jetzt teilen wir uns einfach die Teams auf. Ja. Gut, wir gehen jetzt zusammen, in der nächsten Folge gehen wir hoch. Wir machen in der nächsten Folge kein Höhlengebastel mehr, was risky ist. Wir gehen hoch und dann fangen wir an mit unserer Base Pasta. Okay, ich habe uns wieder angemeldet. Aber ich bin immer noch dafür, dass wir uns einfach nicht zu oft hintereinander, also dass man nicht an einem Standort bleibt, weil das geht eh in die Hose, das sage ich jetzt schon. Dann zieht man sich im nächsten was auch immer. Muss sein. Ciao. At the time dad tried to flip the house, funny that it all ended upside down. Known for being optimistic, started feeling different, couldn't fix it, started writing lyrics all because nobody tried to hear it. Around the same time, hooked to the nicotine, music and the smoke were synonymous to me it seemed. Paid prices through the vices, both sides obsessed with a vision. I knew I could make mine, I knew it would take time, I knew they would doubt shine, thought it was just music, didn't know that they would take sides.